Nein, du hast Glück. Ich habe mich auf ihn gestürzt, Eivor. Aber für ihn war es ein Spiel. Ich kam nicht an ihn heran. Du hättest dich verstecken sollen, Gilbert. Das war nicht dein Kampf. Doch, es war unser Kampf. Deiner, meiner, der meines Vaters. Ich musste helfen. Und das hast du auch. Du hast Tapferkeit bewiesen. Mut. Du bist kein Junge mehr. Und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Weißt du, wegen Leofrid, ich hätte nicht gedacht, dass du ihn verschonst. Weil? Einen fehlgeleiteten Mann zu töten ist nicht ehrenhaft. Er glaubte, sein König wäre bereit, für Mercia zu sterben. Jetzt kennt er die Wahrheit. Und diese Wahrheit wird einen neuen Weg ebnen. Du hattest recht mit ihm, Gilbert. Es stimmt, dass die Grenze, die uns trennt, manchmal dünner ist, als es scheint. In der Tat, in der Tat. Und ich bin froh, dass wir ihn retten konnten. Ne? Es ist immer fatal, wenn man den geliebten Sohn dann verliert. Ne? Das ist immer sehr, sehr unschön. Aber gut, dann gucken wir mal. Die Eiferer, wir müssen uns beeilen, hat er gesagt. Das heißt, wir werden ihn jetzt erstmal hier zurückbringen und dann unser nächstes Ziel. Hm? Die jagen uns sonst. Gilbert, sieh dich an. Voller Blut und Schlacht geprüft. Mutig wie du bist, könntest du selbst ein Anführer sein. Oder auch der König von Mercia, Bruder. Der Tag wird kommen. Und wie macht sich mein Vater in seiner neuen Rolle? Überzeug dich selbst. Dann bist du jetzt ein Odling oder Älteling, wie es bei euch heißt. Der Thronfolger. Ein ehrwürdiger Titel, der gutes Urteilsvermögen verlangt. Wähle deine Vertrauten mit Bedacht. Mein Sohn, geht es dir gut? Ja, Vater. Gut genug. Er brachte dir heute Ehre ein. Er kämpfte mutig gegen große Gegner. Habt meinen Dank, ihr alle, und meinen Segen. Was geschieht jetzt? Die Kunde von Burgrets Absetzung wird schnell die Runde machen. Die anderen Königreiche Englerlands werden von Mercias neuem König erfahren. Die anderen Königreiche Englerlands werden euren Weg zur Macht nicht anerkennen. Mein eigenes Königreich auch nicht. Burkhards Soldaten werden sich in diesem Aufruhr überall in Mercia gegen uns erheben. Darum sollten wir uns sofort kümmern. Ich reite gleich nach Oxenaforge hier, um mit den Tarnen dort ein Bündnis zu schmieden. Soll ich mit dir gehen? Nicht, bis ich mehr weiß. Bleib, wenn du kannst. Stärke das Band unserer Freundschaften. Ich rufe dich früh genug. Sigurd, ich würde mich besser fühlen, wenn Gilbert fortginge, bis in Mercia Ruhe eingekehrt ist. Würdest du ihn in deinem Clan willkommen heißen? Hast du ein Pferd, junger Äteling? Durchaus. Einen jungen Hengst namens Theobald. Gut. Bis zur Nene können wir zusammenreiten. Von da an findest du deinen Weg schon. Danke, Sigurd. Das beruhigt mich sehr. Okay. Okay. Halte dich bereit, Eivor. Ich werde nach dir rufen. Du und Sigurd seid ein gutes Gespann. Die Zukunft von Englerland wird ziemlich heidnisch aussehen. Hier, Wolfsmal, als Zeichen unserer Freundschaft. Wenn du uns brauchst, werden die Gebrüder Ragnarsson dir zur Seite stehen. Du ehrst mich, Ober. Siehst du? Der gerissene Hund will dich auf seine Seite ziehen. Dieses Spiel beherrsche ich auch. Wie nett von dir, Eva. Gern geschehen. Unsere Freundschaft ist das einzig Gute, das aus diesem Chaos entstanden ist. Und Gilbert, der mutige Knirps. Das höre ich gern. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Das heißt, es geht jetzt natürlich noch in die anderen Königreiche. Nun denn, Leofrid sagte, dass man mich jagen wird. Eiferer. Wenn ich meinen Namen nicht reinwasche, jagen sie mich. Ich muss nach Venones. Venones, so ist es. Schwer wiegt der Kopf. Und da werden wir auch auf jeden Fall hineilen, damit wir das abgeschlossen haben, versteht sich. Denn ich möchte ungern... Der Wind ruft mich zurück zu Randvi. ...gejagt werden. Ich bringe ihr besser die Vorerkunde. Stimmt, und das machen wir auch noch. Wir müssen ja auch noch mehr Bündnisse schmieden, das ist es ja.
Aber erstmal kümmern wir uns um die Jagd. Wir müssen mal gucken. Hier unten ist es nämlich. Und vielleicht legen wir uns auch mit Redwald an, ne? Der hat ja bestimmte Informationen. Und mit der Axt müssen wir halt einfach noch ein bisschen üben. Ne? Ich meine, der Schaden ist ganz klar da. Aber es ist halt schon... Eieieiei. Die ist echt langsam. Aber mir gefällt der Feuereffekt, der mit dabei ist. So, da sind wir. Haben wir unter uns einen Heuhaufen? Haben wir. Gut. So, gejagt. Wo müssen wir denn dafür hin? Es wird uns gar nicht mehr angezeigt. Das Pergament muss vor Sonnenuntergang verbrannt werden. Verbrenne den Tötungsbefehl. Markiere uns das doch mal bitte. Und ich glaube, wir müssen direkt hier unten rein. Ne? Ist der oben oder unten? Der ist sogar hier oben bei uns. Die Eiferer jagen uns sonst. Das ist ein netter Hinweis. Ich weiß gar nicht, was dann passieren würde, wenn die uns jagen. Tauchen die zufällig auf und wollen uns dann vernichten? So, jetzt sind wir hier. Hat gesagt, irgendwie ein Krug oder so etwas. Da hinten ist es. Da, das muss die Statue der Eiferer sein. Lesen das Mal. Eivor vom Rabenclan. Länger, ja. Langrester, Chester-Ding. Das müssen wir verbrennen, damit die Eiferer unseren Namen erledigt. Nicht erfahren. Nur noch Rauch und Asche. Jetzt können diese Eiferer mich nicht verfolgen. Krieger der Eiferer machen nicht aktiv Jagd auf dich und sind dennoch formidable Gegner. Eiferer sind mächtige Krieger, die dem Orden der Ältesten dienen. Sie patrouillieren in ganz Engelerland. Mhm. Genau das meine ich. Das sind ja hier diese starken Krieger. Ich weiß nicht, sollen wir uns mal versuchen, mit ihm anzulegen? Ich meine, wir gehen mal eben gucken. Wir haben insgesamt 2 Punkte wieder zur Verfügung. Wir hatten hier doch irgendwo noch Dänen-Axt, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist der Flegel, Krit, Krit. Krit ist auch sehr toll. Irgendwo hatten wir hier noch in der Nähe eine Dänen-Axt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Hier ist das Großschwert, hier ist die Dänen-Axt. Wer sagt es denn? Das nehmen wir mit. Wenn wir schon damit kämpfen und danach könnten wir eigentlich Schrecken. Schrecken klingt gut. Dann müssen wir nur gucken, welchen Weg wir da einschlagen wollen. Ne? Feuerwiderstand ist erhöht, das finde ich super. Widerstand leicht, Schleichangriff, Feuereffekt, ja. Welcher Weg? Welcher Weg soll es sein? Schwierige Entscheidung. Widerstand schwer, Betäubung. Gehen wir mal hier in mehr Gesundheit. 70 Stärke haben wir schon. Das ist nicht verkehrt. So, legen wir uns mal hier mit dem bösen Kerl an. Das Problem ist, die Eiferer, die tragen einen schweren Schild. Das heißt, wir haben dort je nachdem Probleme, um uns durchzuboxen. Ne? So ein schwerer Schild ist wirklich sehr, sehr mächtig. Dann müssen wir gleich mal schauen, wie wir den zu Fall bringen. Ich weiß nicht, ob uns das gelingt, aber ich werde mir mein Bestes geben. Ich habe da noch kein Mittel gefunden, die umzuhauen. So, da ist er. Hi! Er hat natürlich ein paar Schwachstellen, was ich sehr, sehr gut finde. Und jetzt geht's halt los. Eieiei, genau das meine ich nämlich. Na, komm mal her, Redwald. Der Mutige. Boah, da hat uns... Ist der schnell. Das ist aber unangenehm hier. So, komm mal her. Boah, das meine ich. Seht ihr das? Wir können durch seinen schweren Schild nicht hindurch. Oh, verdammt, den wollte ich blocken. Das war nicht gut. Das ist halt wirklich anstrengend, gegen die dann zu kämpfen. Ja, wieder ein 2er-Angriff. Und wir kommen nicht durch. Ja, und den wollte ich wieder blocken. Warum? Ja, einmal haben wir ihn. Ah, verdammt. Gefolgt von einem schönen, schweren Schlag. Gucken wir mal. Wir müssen halt schnell sein. Wir müssen direkt drauf reagieren. Aber nicht, wenn ich parieren will und der uns dann trifft. Ja,
Jawohl. Ah, genau so. Oh, da haut er uns direkt einen rein, ja. Halunke. Ah, verdammt, hier zu langsam. Na komm schon. Wir kriegen die schon zu Fall. Aber nicht so. Wir können auch ausweichen. Komm schon, trau dich. Konzentration. Epischer Kampf. Komm schon, Redwald. Du willst es auch. Ich weiß es. Ich wüsste halt nicht, wie wir sonst da durchkommen. Es sei denn mit Pfeil und Bogen halt, ne? Aber wir haben halt leider keine Schwachstelle. Boah, und so einen dicken Schild, ne? Das ist schon... Noch haben wir ein paar Pfeile für dich, mein Lieber. Noch haben wir ein paar Pfeile für dich. Ja, wieder zu langsam. Das sind richtig gute Boss-Kämpfe hier. Das ist... Oh, verdammt. Aber dass wir da nicht durchkommen, das ist halt das Fatale. Oh, da kommt noch jemand. Nee, 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 nee. Das ist aber nicht nett hier, wenn jetzt hier mehrere kommen. Oh, verdammt, was war das? Das sind Bomben. Oh, lass mich ausweichen. Ja, 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 genau. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ich kann dich so und so gut gebrauchen. So, weg mit dir. Nummer 1. Nein, du kriegst uns nicht so einfach. Oh, sieht der gut aus. Ist der dick gepanzert. Oh, verdammt. Komm her! Haben wir dich einmal. Oh, und schon wieder nicht durchgekommen. Oh. Das ist wirklich mies. Also die Kämpfe sind hammerhart. Aber das ist genau das, was wir eigentlich haben wollten. Da war ja ein Stärkewert von, ich glaube 90, ne? 90 müsste es gewesen sein. Nee, so funktioniert es nicht. Wir müssen es halt einfach lernen. Genau so, dass wir nämlich dann jedes Mal dann da durchkommen. Komm schon. Hammer dich einmal. Und zack. Oh. Mit seinem dicken Schild. Skandalös. Nein. Nein. Oh. Zweimal wieder. Fiesling. Komm schon. Jetzt haben wir dich. Kommt der Betäubungsschlag. Sehr gut. Ach, hat uns doch erwischt. Oh, wow, 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 wow. Jetzt dreht er aber auf hier, ne? Jetzt dreht er auf. Jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen angepinkelt. Hm. Aber was für ein schönes Schlachtfeld auch, ne? Oh, Dreier-, Vierer-Kombo. Oh. Okay, ich hab nichts gesagt. Was wird das denn? Achso, jetzt will er... Oh, nee, komm. Nee, 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 nee. Musste gar nicht so weit schmeißen. Habe ich gar kein Interesse dran. Nix. Schmeißt du mal dahin. Das können wir auch. Moment mal. Geh mal bitte ins Menü, Inventar. Wir haben keine Pfeile mehr. Was wir aber haben, ist, wir haben auch noch andere Bögen. Nehmen wir mal den Raubtierbogen hier. Ja, komm mal hier rüber. Ah, wir müssen auch halt treffen. Gerade wenn er seine Deckung runterlässt. Boah, da möchte ich eigentlich nicht... Wo willst du hin? Ja, genau das dachte ich mir nämlich. Ja, super. Oh, den haben wir wieder. Komm her. Ja... Wir spicken dich mit Pfeilen. Wir haben schon wieder leider keine Munition mehr. Einen Bogen haben wir noch. Und zwar nicht dort. Wir haben noch einen Jagdbogen. Dafür haben wir noch ein paar Pfeile. Wenn uns das denn gelingt.
Oh, je, 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 je. Mach doch langsam, mein Lieber. Mach doch langsam. Wir kriegen dich hier schon zu Fall mit Pfeil und Bogen. Und schon nicht wehren können im Nahkampf. Nein. Nein, nein, nein. Oh, und wir laufen rein. Wir haben halt keine Heilung mehr, ne? Das ist halt das Doofe. Mit den anderen Gegnern wird es jetzt gerade nicht sonderlich einfach. Jawohl, wir haben ihn. Oh, jawohl. Feuerangriff, finde ich gut. So, wer ist uns hier? Du? Sehr gut. Haben wir ihn? Ich glaube, wir haben ihn. Tod bestätigen. Oh. Anstrengend. Ich diente einst unter dem heiligen Chiada bei Tamefjord. Ich war ein Mönch. Ich hätte dort bleiben sollen. Sterbt der heilige Chiada mit seiner Axt in der Hand? Man wird den heiligen Chiada dafür verehren, dass er nicht zur Axt griff. Hätte ich nur auch so gehandelt, wäre ich nur nicht auf dem Pfad der Gewalt gewandelt. Die alten Götter werden mit der Zeit verblassen. Möge Gott mir meine Sünden vergeben. Und das bedeutet jetzt, was? Ordensmühle, Eiferer ausgeschaltet. Das gibt uns jetzt noch mehr Informationen, ne? So, ich hoffe, jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe. Eieieiei, sag ich euch hier. So, einmal auf die Karte. Wir gehen mal in den Orden. Das heißt, hier, den Eiferer haben wir ausgeschaltet. Okay, nicht wegen des Erbes, sondern aus reiner Mordlust. Und es gibt insgesamt drei. Da gibt es ein paar mehr. Das hier wäre ja unser nächstes Ziel. Das können wir uns sogar auf der Karte markieren. Befindet sich ja weiter südlich, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ne? Das war ja hier unten irgendwo. Genau, da. Das war ja das Gebiet, wo wir noch gar nicht gewesen sind. Da treibt sie sich also rum. Gut, immerhin. So, wir werden nicht gejagt, alles tippitoppi, uns fehlt ein Artefakt, dann sind wir hier durch, das müssten wir halt dann nur noch finden. Dann würde ich erstmal vorschlagen, geht's nach Hause. Wir müssen ja auch noch die frohe Botschaft überbringen. Und die Axt macht schon Spaß, auch wenn sie sehr, sehr langsam ist. Wir könnten sie ja schon mal aufwerten. Also sie hat auf jeden Fall ein sehr, sehr schickes Design, finde ich. Aber mal schauen. Mal schauen. Wir haben ja genug Kohlebarren und die restlichen, zumindest restlichen Utensilien. Ah, wieder zu Hause. Schön. Ich war lange nicht mehr hier. Was kann ich für dich an diesem herrlichen Tag? Gunnar, komm mal her. Zeig mir, was du anzubieten hast. So, wenn wir nämlich jetzt sagen, wir möchten dich hier auf die Qualität verbessern. Kritische Treffer entzünden vorübergehend die Waffe. Das finde ich halt so gut, ne? Und wir haben so viele Barren. Werden wir machen. Mal gucken. Die verändert jetzt auch ihr Design, oder? DRA hat sie, Tatsache. Ein wenig. Und jetzt brauchen wir schon wieder diese Kupfernickelbarren. Verbessere auch mal den Bogen. Im Allgemeinen, wir können ja alles verbessern. Das ist ja nicht das große Problem. Na, da hat sich jetzt nicht allzu viel verändert. Können wir mal so ein paar Barren ausgeben. Ich wüsste ja sonst nicht, wofür wir sie sonst nutzen sollten. Haben wir sonst noch etwas? Ja, Raubtierbogen. Wer von denen ist ein besser? Angriff wird bei voller Gesundheit erhöht. Das finde ich ist ganz nett. Da haben wir überall schon mal einen Runenplatz drin. Der Bogen hat sich verändert. Der sieht jetzt besser aus. 21 Stück haben wir noch. Eine Plünderer-Axt. Schwerer Schaden wird nach leichten Treffern erhöht. Maximal, ja, das ist auch nicht verkehrt. Können wir ja alles mal mitnehmen. Die schönen Äxte ist aktuell auch mein totaler Favorit. Die Dänen-Axt. Betäubung wird durch schwere Treffer erhöht. Heimliche Kopfschüsse verursachen Schlafwolke um die Leiche herum. Das ist gar nicht so verkehrt. Das ist auch eine starke Waffe. Zack. Ja, die entwickeln sich alle. Sehr gut. 15 Barren haben wir noch. Ich glaube, die heben wir auf. Wir wissen ja nicht, was wir noch so Schönes kriegen. Und wenn es dann ein Bär ist oder was anderes. Zum Beispiel hier die Speere.
Ich meine, Tempodos ausweichen und kritische Chance ist sehr, sehr stark. Der Drachenschild wäre natürlich auch mal was. Den werden wir noch verbessern. Ja, immerhin. Die entwickeln sich, die ganzen Rüstungen und die Waffen. Finde ich ja schon ziemlich cool. Nehmen wir noch die Speere mit? Ich höre schon gar nicht mehr auf. Ich bin ein Speerfreund. Ich bin da ganz ehrlich. Ich finde das sehr, sehr cool mit den Speeren. So, den nehmen wir hier auch noch mit. Gerade weil wir so viele Barren haben. Oh, schick. Gut, jetzt dann werden wir siehst du noch mächtiger aus. Oh, jetzt sehen wir noch mächtiger aus. Das finde ich gut. Dankeschön. Ich muss los. Bis bald. Bis zum nächsten Treffen. Bis zum nächsten Treffen, ja. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Session. Bis dahin.